Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Airport CEO. Ja, wie ich es angekündigt habe, ist heute das Early Access Game erschienen. Und ja, ich will mir das mal anschauen, denn ihr schaut ja gerne eine Flughafensimulation. Das hier soll dann eine echte Flughafensimulation sein. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe kurz reingespielt, um mich ein bisschen zurechtzufinden, denn es ist wirklich, wenn man es so sieht, viel komplizierter als im Airport. Also viel vertiefter und anders einfach, wie ich schon gesagt habe. Übrigens, ja, euer Monitor ist defekt, sollte man neuen kaufen. So, nee, finde ich ganz cool hier, wenn man drauf geht, kommt hier einfach was anderes, oder? Ja, sehr interessant. Audio-Optionen sind noch nicht verfügbar, die kommen noch, die sind zwar hier, aber geht nicht. Und wir beginnen einfach einen neuen Flughafen. Und es gibt bisher eigentlich zwei Charaktermodelle hier. Es gibt verschiedenfarbige Haare. Ich nehme da mal die schwarzen, genau. Nehme den Skin. Die braunen Augen. Die Nase. Den großen Mund natürlich und das da. So, also ihr seht, es gibt nicht viel einzustellen hier. Hier kommt sicher noch mehr. Es gibt noch eine Frau, aber da ist noch weniger einzustellen. Es hat immer Vor- und Nachteile, wenn man jetzt, ja, kann ich eigentlich auch so? Ja, geht auch so. Wenn man schon einmal gespielt hat, dann ist man nicht mehr so überrascht. Denn da war ich überrascht bei der Landeskarte, dass man hier überall, wo man will, einfach reinzoomen kann und seinen Flughafen da hinsetzen. Also man kann den Flughafen auch hier hinsetzen. Da hätte ich gern meinen Flughafen. Nee, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir nehmen doch mal hier Berlin. Und wir sagen jetzt mal, ja, der neue Flughafen, der wird genau hier sein. Ich weiß, er wird irgendwo hier sein, glaube ich. Und der alte ist hier, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ist ja egal. Wir nennen ihn Berlin Tegel in 30 Jahren. Ja, passt doch, oder? In 30 Jahren beginnen wir auf einem grünen Feld. Jetzt brauchen wir noch den Ladder. Das ist ganz interessant, kann man auch festlegen. Und da nehmen wir doch mal... Ich kenne den echten gar nicht. Das ist BTL, BTG... Wir nehmen einfach P, B, T, L. Sieht blöd aus. G, B, T, G, komm. Ja, da gibt es hier ganz interessante, ja, Figuren. Ich entscheide mich da mal für den. Und es gibt hier verschiedene Game Modes. Der Unterschied ist, man startet mit 2 Millionen, 1 Million, 500.000 oder 250.000. Erstmal gehe ich auf Easy. Natürlich nicht Sandbox, aber easy. Das soll gut sein. So, jetzt ladet hier unseren Flughafen, oder besser gesagt unser Kartenstück. So muss man es eher ausdrücken. Und jetzt kommt hier Brief. So, den habe ich durchgelesen. Da, der geht so. Naja, man hat auf jeden Fall den Flughafen übernommen. Und der einem das schreibt, der hat keine Ahnung und kann euch nicht beraten hier am Flughafen. Er will nur Geld sehen. So viel steht da. Oder stehen da die ersten Tipps. Aber wenn man eins weitergeht, stehen die Tipps nochmals. Das ist das Interface. Ihr seht hier, wir haben ein Top-Panel. Das Menü hier. Management ist groß vertreten hier. Flight Planner, den habe ich gar noch nicht angeschaut. Construction and Demolition. Oder. Und natürlich ein paar Tastenbelegungen. Zum... Ja, hier kann man gar nicht zoomen. Das kann es ja sein. Auf jeden Fall kann man ein paar Sachen machen. Konsole ist F9, gebe ich gerade mal einen Cheat ein. So, Normal Speed, Triple Speed, genau, man kann die Speed auch festlegen. Ich mache mal Pause. Und das ist jetzt unser Kartenstück, was wir hier haben. Man kann hier drüben noch kaufen, habe ich so gesehen. Und man kann es auch drehen. Also ich kann es so haben, ich kann es so oder so. Wie man das Ganze will. Was wichtig ist, ich werde häufig Q drücken, also ist auf Q, weil Q ist ja in Simaport Sachen ändern. Deshalb werde ich oft mal hier rumswitchen.
Gut, hier ist es mit R. Ja, jetzt sind wir da und wir können hier mal den Flugplan, und den möchte ich mal schnell anschauen. Aha, der sieht so aus. Ich habe mich im Vorfeld nicht groß über das Game informiert, muss ich ja ehrlich sagen. Fabian LP, Berlin Tegel in 30 Jahren, ja. Und ihr seht schon, da hat es so viele, man sieht jetzt nicht mal alle Sachen mit verschiedenen Sachen hier, die man hier erledigen kann. Also, da gibt es ganz schön viele verschiedene Sachen. Okay, wir haben E-Mails. Das hier haben wir bereits gelesen. Das können wir mal speichern. Man kann das speichern oder löschen. Dann gibt es verschiedene Tutorials. Die können wir gerade mal alle löschen eigentlich. So, denn die kann ich euch zeigen. Geht ihr hier auf Manuals und dann haben wir hier vier verschiedene Tutorials. Und wir beginnen einfach mal mit dem ersten. Und die waren für mich als erstes nicht ganz so einfach. Also ich habe nicht mal alle gemacht. Sagen wir so. Ich habe nur das und das gemacht. Weil ein bisschen was muss ich mich auch überraschen lassen und blamieren natürlich. So. Und da geht's los, dass man in den Construction Panel gehen soll beim Economy. Denn man hat keine Bauarbeiter zur Verfügung. Also, man kauft die sich nicht, man muss eine Firma finden, die man anstellen kann, um hier Sachen zu bauen. So, und in meinem Testlauf hatte ich zwei Angebote. Dann habe ich jetzt nur eines. Gut, wir haben jetzt hier einen Vertrag, den wir unterschreiben können. Wir haben 63 Leute, die wir im Maximum anstellen können. Pro Stunde kostet die 10 Dollar. Ist das in Dollar? Sorry. Ja, und das müssen wir fast unterschreiben. Jetzt funktioniert es wieder nicht hier. Letztes Mal schon. Es geht eigentlich, denn eigentlich kommt da die Unterschrift. Gut, jetzt haben wir accepted, wir haben einen Bauvertrag. Also wir haben einen Bauunternehmer, der uns hier hilft. Gut, und jetzt muss man schauen, dass man eine von diesen, also diese zwei Sachen hat, die haben wir schon. Denn hier kommen die Bauarbeiter an und hier kommt das Material an. Und jetzt können wir hier... Ja, ist gerade die Frage, wo... Hier kann man noch verschiedene höhere Leute einstellen. Also man kann hier, es hat Bewerber, alles verschiedene Bewerber für verschiedene Posten hier auf unserem Flughafen. Also es ist wirklich, viele werden das einfach nur lieben, glaube ich. Weil es einfach, es ist komplizierter und vertiefter. Gut, und hier auf, ja, ich will sie euch zeigen, Operations, Constructions, kann man jetzt Bauarbeiter ausladen. Ja, machen wir mal 40. So. Und wir machen mal die Zeit hoch. Und jetzt müsste da ein Bus kommen. Oder auch nicht. Habe ich was Falsches gekippt? Kommen wir alle. Ah, jetzt. Schau, da kommt ein Bus. Wir haben Bauarbeiter. Und da sehen wir als erstes mal die Grafik. Und auch Geräusche hören wir, und zwar, das ist die Personengrafik, die hier am Flughafen aufgestellt ist. Also das sind so Leute, die irgendwie, man hat so das Gefühl, der Kopf knickt nach hinten. Und ja, so werden auch die Passagiere rumlaufen, die sehen so aus. Gut, jetzt habt ihr sicher ein Geräusch gehört, denn wir haben hier das erste abgeschlossen. Wenn man etwas abschließt, kriegt man immer eine E-Mail. Oh, jetzt habe ich es gespeichert. So. In der E-Mail steht nämlich nichts Wichtiges. Als erstes müssen wir ein Terminal machen. Oder besser gesagt, einfach mal ein bisschen was Construction. So, wir haben hier drei Optionen. Wir haben Structures, Infrastruktur und Items. Und nicht verschrecken, es gibt hier noch mehr. Man muss es nur freischalten. Also, es gibt viel mehr, was da nicht drin ist. Als erstes brauchen wir hier Foundation und die bauen wir jetzt... Ah, bauen wir mal, es kostet fast nichts. Hier hin. Man muss es immer zweimal bestätigen. So, jetzt gehen wir mal Zeit ein bisschen hoch. Jetzt werdet ihr sehen, genau, da kommt jetzt ein LKW, der Material auslädt. Da kommt noch ein LKW und die Bauarbeiter beginnen hier, das Material zu nehmen, hier hin zu transportieren.
und zu bauen. Ja. Man hört sogar Geräusche, wenn man ganz nah rangeht. Finde ich eigentlich cool, wenn man weg ist, dass man nicht so viele Geräusche hört. Man sieht, der Boden wird so im, weiß nicht, 4x4 berechnet und die Wände einzeln. Das ist hier jetzt gut zu sehen. So, wir haben natürlich wieder eine E-Mail bekommen, weil wir es geschafft haben. Und ich speichere es wieder. Gut. Jetzt müssen wir es an den öffentlichen Verkehr anbinden. Und für das brauchen wir einen Busstop oder Car Drop-Off. Genau. Was stand da noch mit dem Busstopp? Ja, genau, dass er nicht zerstört werden kann. Okay. Ja, da seht ihr schon, wie ich Q gedrückt habe. Wir machen den Busstopp mal hier hin. Und ich mache auch gerade noch Car Drop-Off. Dann haben wir beides. So. Dann sollen die das mal bauen. Da oben, ja, schwirrt's herum. Notifications. Ah, Operation Notification, General Generic Notification und Contract Notification. Aber irgendwie ist alles gemischt, habe ich so das Gefühl. So, neue E-Mail, die E-Mail ist auch da oben. Löschen. Ja, weiter geht's. Ich glaube, es war die bessere Entscheidung, zuerst selbst zu spielen, weil dann seht ihr mehr in dieser ersten Folge, ehrlich gesagt. Denn bis ich hier hinkam, hatte ich schon 20 Minuten, glaube ich. Ist nicht ganz so einfach am Anfang. So, jetzt ist es ganz einfach so, dass Personen, die jetzt hier aussteigen, die können nicht einfach so über die Straße laufen. Macht man ja im realen Leben auch nicht, oder? Und deshalb müssen wir hier einen Fußgängerstreifen platzieren. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo... Ja, ich würde mal sagen, hier, so. Und es braucht auch überall ein Trottoir, damit Passagiere überhaupt rumlaufen können. Also sie können hier nicht auf der Straße laufen. Zum Glück ist die Straße schon mit einem Trottoir bestückt. Da muss nur noch der Fußgängerstreifen gemacht werden oder können die Leute auch von da drüben nach da kommen. So, einer alleine baut den ein. Der ist leider weiß, aber ja, lassen wir das. Eigentlich sollte das reichen. Ah, wahrscheinlich, ja, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Trottoir. Was ist denn mit dem? Schläft er oder wie? Ah, das bin ich. Schläft er. Der hat sogar einen Barcode. Okay, interessant. Eben, alles habe ich auch noch nicht gesehen. Nehmen wir mal den Sidewalk und bauen hier ein bisschen Sidewalk, nur dass gebaut ist. Dann sollte das, glaube ich, funktionieren. Ich finde es ja toll, dass es von Anfang an schon so ist, dass man hier jetzt nicht noch irgendwie einbauen muss. So, da habt ihr es gehört. Da gab es eine neue Mail zum Löschen. Gut. Die nächste Stufe, das war für mich die schwierigste fast schon. Aber... Ja doch, wir machen da weiter. Es wird auch... Ja, das Tutorial geht so. Ist nicht ganz so einfach. Ehrlich gesagt. So erklärlich. Aber kann ich auch verstehen. Wir nehmen da mal eine große Türe. Kann ich auch verstehen, dass man jetzt nicht schon riesen Tutorial einbauen kann, wenn da das Spiel erst in Early Access kommt. Es ist ja Early Access. So. Wir brauchen da auf jeden Fall eine Türe. Und wir brauchen eine Security-Zone. Die machen wir mal ab hier. Machen wir so. Ah ja, man muss immer zweimal drücken. Habe ich das schon gesagt? Gut. Und jetzt müssen wir in diese Security-Zone natürlich Items einbauen. Mit T. Ne, nicht mit T. Mit Z kann man die anzeigen lassen, die Zonen. Und wir brauchen natürlich einen Security-Checkpoint. Wir nehmen gerade mal große. Ich weiß. Ah, nee, kleine. Komm. Gut. Der muss jetzt halbe sein. Er darf nicht ganz drin sein, aber nicht draußen. Der muss so halb drin sein. Wir können den noch so hinsetzen. Gut. Ist platziert.
Dann haben wir auch noch ein Infodesk, das können wir auch mal hinplatzieren. Und ein Check-in-Desk. So, ich kann euch aber nicht sagen, ob da alles stimmt. Ja, das kommt so. Das würde hier hinkommen. Und ein Boarding-Desk. Ah, ich kann es nicht. Kann ich so anschauen? Nee, ich kann den Text nicht lesen. Das ist das Problem. Okay, das Boarding Desk muss ebenfalls in der Secure Zone stehen. Wir machen es jetzt mal so, dass wir hier alles secure machen. Dann kann ich es nämlich platzieren, wo ich will. Da. Und die Warteschlange zeigt sein immer schön an. Machen wir das so. Gut. Jetzt baut er hier schon mal das Security Station. Ihr seht, das sind sogar zwei Pakete, die hier gebaut werden müssen. So, jetzt ist sie da. Jetzt kann man hier schauen, ob da jetzt Angestellte und Passagiere gescannt werden. Denn es müssen alle gescannt werden, wenn sie kommen, arbeiten. Das ist wichtig. Und jetzt kann man dann eine Warteschlange bauen. Und die geht ganz einfach so. Die ist schon fix montiert. Man kann sie nur in drei Richtungen. Und wir machen sie mal so. Da seht ihr, die hat schon gebaut. Das ist unsere Warteschlange. Da können wir auch hier schauen, da können wir auch eine Warteschlange machen. Machen wir das mal so. Und man hat natürlich auch andere Optionen. Hier zum Beispiel Connect Baggage Bay und dann hat es so eine Linie, da kann man das connecten. Das habe ich aber selbst noch nicht gemacht. Also von dem her kann ich euch da nicht viel sagen. Information kann man nicht mal anklicken. Und hier kann man auch einen, also ein Gate kann man hier verknüpfen, ist natürlich auch noch nicht möglich. So, haben wir das erfüllt eigentlich? Ja, wir haben zwei neue E-Mails. Haben wir jetzt zwei Sachen erfüllt, oder wie? Ah, ja, habe ich zwei auf einmal. Na gut, komm. Jetzt kommt das, was ich mir dann die Zähne ausgebissen hatte. Und zwar Aircraft Full Service. Wir brauchen einen Full Service, also einen Treibstoffservice, sonst können gar keine Flieger kommen. Also man muss Treibstoff verteilen. Jetzt ist es so, es gibt hier im Spiel sogar zwei verschiedene. Und zwar einmal ist das Afgas 100LL und Jet A1. So, Afgas 100LL ist für die schmalen Flieger und Jet A1 ist für die, ja, also, ihr könnt es so sagen, für Linienflieger ist A1, Jet A1 gut und der Rest, also so Privatflugzeuge, Kleinflugzeuge für 4-5 Personen, das ist Afgas 100LL. So, um das freizuschalten, das war kompliziert, ehrlich gesagt, brauchen wir hier was freizuschalten, hier in der Liste, da kann man zum Beispiel Shop Upgrade, Food und natürlich auch andere Dinge, Dokumentenscanner. Und hier unten Afgas oder Jet. Man muss es einzeln freischalten. Und zuerst muss man aber zuerst muss man hier einen Procurement Director oder wie der heißt haben. Und da können wir jetzt da Application open. Jetzt können sich andere bewerben für diese Stelle. Wir haben hier Applications. Okay. Okay, und ja, wie man sortieren kann, kann ich jetzt nicht sagen. Wie kann man es durchsuchen? Das ist eine interessante Frage gerade. Ah, er heißt ja, schreibe ich mal Pro rein. Ah, vielleicht sollte ich noch Play drücken. Nichts. So, ist ja super. Schauen wir so durch. Service. Da. Pro habe ich doch geschrieben, muss man es voll schreiben. Naja, wir haben drei Bewerber. Da nervt der Sound irgendwie. Wir haben drei Bewerber. Der kostet 26 oder sie.
der da 30 und die da 33. Jetzt können wir hier die Skills anschauen, die haben. Die war jetzt bei der Hurft University. Ist 23 Jahre alt, also die war sehr schnell in der Schule, ehrlich gesagt. Der ist 37, war bei der Oxford University, nehme ich mal an. Und sie da ist 42 und war bei der Stanford. Ich weiß nicht, warum das so geschrieben habe. Ah, das ist absichtlich vertauscht. Microsoft. Microsoft. Stanford heißt es doch. Genau, Stanford. Wie auch immer. Ich würde mich für sie entscheiden, die ist sie sehr günstig und hat sehr viel. Was habe ich jetzt geklickt? Habe ich sie jetzt abgelehnt, oder wie? Ja. Nicht wahr. Okay, ja, für sie können wir uns leider nicht mehr entscheiden. Tut mir leid. Nehmen wir hier. Hire. So. Jetzt ist die hier angestellt. Da seht ihr es. Und jetzt können wir hier... nicht hier. Jetzt ist es freigeschaltet, wie ihr seht. Aber, um das jetzt freizuschalten, braucht man bereits ein Gate. Und deshalb, bevor wir jetzt da weitermachen, gehen wir hier ans Zurück und gehen auf Aircraft und Airlines. Und für das haben wir Small und Medium Aircraft Stand. Und so einen würden wir jetzt gerne mal platzieren. Wir nehmen erstmal Small. Der muss so rum, nur dass ihr das wisst. Den platziere ich mal hier hin. So. Dürfen Sie gerne mal bauen. Also der wird jetzt erstmal, wird unser Flughafen hier auf einer Wiese sein. Kann man sagen. Und erst später wird er richtig abgegradet. Jetzt muss ich dann mal was austesten, ob man das linken kann hier. Und was passiert, wenn ich jetzt hier eine Tür einbaue? Hier zum Beispiel. So. So, ihr seht, wir haben es geschafft. Wir können den auch upgraden. Zum Beispiel zu Asphalt. So. Dann sieht er so aus. Kann ich jetzt den connecten? Ja, das ging. Super. Er ist connected. So, der läuft natürlich noch nicht. Ist ja klar. Wir haben noch nicht alles. Was fehlt denn uns hier? Ah, man soll ein paar, glaube ich. Nicht nur einen. Kann man hier nicht klein anfangen? Na gut, die kosten 20.000, also ganz ehrlich, das ist nicht so teuer. Wie ist denn der große aufgebaut? Ah, der ist schon größer, hä? 150.000. Interessant. Okay. Die werden jetzt hier aufgebaut. Kann man den hier... Ne, den kann man nur an einen hin machen. So. Hier kann ich jetzt noch einstellen, was ich will, und open. Und das geht noch nicht, weil wir einen Taxiway brauchen. Ah, jetzt ist es plötzlich komplett. Okay. Gut, wir brauchen eine Landebahn. Und die Landebahn, die schauen wir uns dann natürlich in der zweiten Folge an, wenn ihr hoffentlich wieder dabei seid und ich mich hier durchs Game schaue. Also ich habe das Gefühl, es hat sehr vertieften Wert, muss aber noch ein bisschen Content kommen. Ich weiß ja nicht. Ich habe noch nicht weit gespielt. Etwa so weit, wie wir jetzt sind. Also viel mehr kann ich mich nicht sagen, ist aber so meine erste Meinung. Mal schauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.